Herzlich willkommen zurück zur Jubiläumsfolge und ich hoffe, ich habe damit auch recht. Folge 30, ja, ein Riesenfeuerwerk. Wir haben eine Stadthalle gebaut, Leute, eine Stadthalle. Wir haben Gebäude aus, ich sag's jetzt nochmal, aus Stein. Das haben wir noch nie gehabt. Ja, jetzt haben wir's. Und mir ist gerade alles andere egal, denn wir werden jetzt hier mal ein bisschen gucken, was immer das bringt. Wir haben das Jahr 10, es ist gerade Sommer. Wir haben 15 Häuser und 20 Familien, 43 Bewohner, 34 Adults, bla bla bla. Immerhin sind 98% davon angezogen und 74% sind ausgebildet. Das ist natürlich auch geil. Cool, Alter, ist das cool. Das ist einfach nur so ein riesiges Statistik-Ding. Das ist gut. Das ist das hier unten. Einfach nochmal. Was ist das? Current. Used and produced. Used and produziert im letzten Jahr oder was? One years? Pro Jahr oder was heißt das wahrscheinlich, ne? Alter, ist das krass hier. Das ist zur Zeit da, okay. Das ist benutzt und das ist produziert. Boah, da war wie viel, wie, das, die können doch nicht 5000 Nahrung im Jahr im Jahr verbrauchen oder herstellen. Inventory Crafts, cool. Alter, wie cool ist das denn? Hier, achso, das ist... Machen wir mal 25 Jahre. Ja, das ist 10 Jahre, das reicht ja. Population, hier, da geht es die ganze Zeit. Boah, da ging es ja richtig krass hoch. Und hier, das ist dieser kleine Hungernot, da ging es runter. Aber jetzt sind wir schon wieder drüber. Was ist das? Adults, okay. Gehen kontinuierlich nach oben. Hier hatten wir eine kleine Durchstrecke. Ich glaube, da haben wir die Schule eingeführt. Deswegen, da sind ja die ganzen Kinder erstmal in die Schule gegangen, wurden noch nicht erwachsen. Children, oh. Sind runtergegangen, aber gehen jetzt wieder hoch. Studenten, ja genau, hier haben wir die Schule eingeführt. Also hier ungefähr gebaut und dann sind hier die ersten, wo eigentlich ein Adult gekommen wäre, ist eigentlich in die Schule, ist in die Schule gegangen. Gut, das werden auch weniger. Food. Hoch, runter, okay gut, das sagt uns natürlich jetzt wenig. Aber es, ihr seht schon, es geht ein bisschen besser aus. Und hier natürlich, ne? So, was haben wir denn noch so? Gut, hier sind die ganzen Sachen, Clothes. Logs. Ja, jetzt mein Gott, das ist egal. Nomaden. Der nochmal zum, oder? Okay, gut. Ach so, das sind die ganzen Seeds. Okay, cool. Das heißt, hier sind die Seeds, die wir haben. Da sind zurzeit nur 3. Ey, aber geil. Geile Scheiße. Wir haben 20 Familien und 15 Häuser. Das heißt, wir könnten noch viel mehr Häuser bauen. Was da passiert gerade? Ach so, late summer nur. Und es sind auch 100% mal angezogen, na, das freut mich ja. Was ist das hier? Hört's mal. So, wir haben natürlich keine Herde. Cool, dann haben wir noch ein riesiges Gebäude, wo wir nur Statistiken haben. Geil. wollen wir hier mal so ein kleines Stadtviertel draus machen einfach? Also so ein größeres, ein besseres Viertel, weil hier ist natürlich jetzt ein Haus aus Stein. Wollen wir da gegenüber auch ein Haus aus Stein bauen? Wie sieht denn das eigentlich aus? Naja, ist jetzt nicht so hübsch, ne? Nee, ganz im Ernst, wir bauen einfach erstmal nochmal ganz normale Häuser. Mal bitte drehen. Okay, ich will ja wieder ein bisschen Platz lassen dazwischen. Das heißt, hier kommt jetzt noch ein Haus hin. Und hier unten, das können wir dann nochmal herstellen. Oder produzieren, also bauen. Fertig bauen. Okay, dann kommt hier noch ein Haus hin, das kommt dann bald weg. Weil wenn wir wirklich, also 20... Oh. Nein. Zwei Gräber. Ja, es sind zwei Gräber. Gut, hat ein deutlich schöneres Grab bekommen. Stein. Es wird wahrscheinlich... Nein, Audio ist es nicht gewesen. Ach, okay. Es ist also so. Lawrence ist vor ein paar Jahren gestorben. Zwei, drei Jahre her vielleicht. Naja, so hier. Oder zwei, drei Jahreszeiten. Und seine Frau ist ihr jetzt gefolgt. Ist ihm jetzt gefolgt. Ist auch verstorben. Und hier sind dann... zwei neue Leute eingezogen, haben das Haus also sozusagen übernommen. Wir müssen jetzt auch, hat sich hier was getan? Families haben wir jetzt nur noch 18, Homes haben wir 15, alles klar. Warum sind jetzt zwei Familien weg, wenn einer gestorben ist? Keine Ahnung. Aber es sind immer noch alle angezogen, das freut mich ja. Was ist hier? Fragezeichen, warum? Was? Natürlich. Nö, tatsächlich nicht. So, jetzt aber. Da passiert ja eh nichts, Mann.
Dann heißt, warum haben die denn nicht nebeneinander ein Grab? Ich meine, das sind doch, ne? Das sind doch auch Eheleute gewesen. Und was ich auch gern bauen würde, wäre eine Kirche. Schoolhouse, wo ist denn eine Kirche eigentlich? Das hier ist... Ach, Stadthalle kann man hier sowieso nein. Hier ist eine Kirche, was ist das hier nochmal? Ach, das ist der Friedhof, genau. Ich weiß nicht, was bringt das? Ah, okay. Das steigert also die Happiness. Das ist ja cool. Aber die ist zurzeit relativ hoch noch, also muss das eigentlich gar nicht mal was werden. Ich überlege gerade, den einfach abzureißen. Wir haben 65 auf Lager, dann kann ich nämlich schon ein bisschen weiter planen. Ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch einfach. Was ist denn hier eigentlich los? Warum wird das jetzt hier nicht mehr abgeholzt? Ach, wird's, cool. Aber das Feld scheint tatsächlich bei 100% gewesen zu sein. Sehr cool. Ich stelle mal gerade wieder auf einfache Geschwindigkeit, sonst ist mir, ich verliere hier gerade ein bisschen den Überblick. Das hier. Ach nee, das ist nur Cancel Removal. Remove Structures. Okay, das muss natürlich jetzt abgebaut werden. Hm. Wir brauchen gerade... Ich mach mal wieder auf Macht 2. Dann, wir brauchen gerade die Leute, die hier auf dem Feld arbeiten. Die brauchen wir jetzt echt. Später Winter, Jahr 10. Halleluja. Wir haben 10 Jahre überlebt. Und wir haben eine Einwohnerzahl. Was? Warum denn hier ein Fragezeichen? Warum? Ach so, ja logisch, weil wir haben ja gerade seine Arbeit zum Abriss gegeben. Der darf dann mal mittlere helfen, das abzubauen einfach. Dann will ich, hier. Will ich hier noch ein Haus hinbauen, hier noch ein Haus und so weiter. Dass wir dann ein paar Häuser haben, dass wir dann halt immer so viele Häuser haben wie auch Familien. Das wäre vielleicht am besten. Wir haben wieder 6 Kinder, das freut mich natürlich am meisten. 42 Einwohner, wir hatten eine Top-Zahl. Ich glaube 43 war echt unser Maximum, ne? Aber... 2 Tote haben wir zu beklagen. Und Audio, ich will ihm da nicht zu nahe treten, er ist 66. Und Hela ist 63 und hier Meryl ist auch schon 65, 66 gerade geworden. Herzlichen Glückwunsch gerade. 66 Jahren fängt das Leben erst an, aber ich glaube für Audio und so wird das dann auch leider bald vorbei sein. Deswegen, da werden Häuser frei, da hinten auch, und wir werden dann hier noch weitere Häuser bauen, dass die Familien hier einziehen können und wir haufenweise Kinder kriegen. Hätten wir das mal am Anfang gewusst, ne? Ich meine, wir dümmeln ja erst bei Folge 30 oder so rum und haben immer noch, weiß nicht, vielleicht 30 Einwohner mehr als am Anfang. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, ja, oder? Was hatten wir am Anfang? 14? Irgendwie sowas, ne? 14 kann, glaube ich, hinkommen. Okay, die sind hier fertig. Dann machen wir mal... Warum lassen sie denn hier die Nahrung stehen? Nimmt das da mal mit? Der nimmt das gerade mit wahrscheinlich, ne? Sehr schön. Ja, perfekt. Dann kommt hier mal die Arbeit weg. Brauchen wir natürlich auch noch 4, die hier arbeiten. Können 2 einstellen. Und, ach, wir brauchen ja nur noch 2. Ach, es ist ja schon weg. Egal. Dann, wir lassen die trotzdem mal hier. Weil wir gleich nochmal 2 neue Häuser bauen werden. So, einmal Platz lassen. Einmal Platz lassen. Ziehen wir das mal durch hier hinten und einmal Platz lassen. Sehr schön. Und ganz ehrlich, diese Hauptstraße, ganz ehrlich, dann bauen wir sie halt durch, ne? Die Schule natürlich ein Stück weit weg, aber für die, das müsste eigentlich noch passen. Dirt. 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 Wir werden daraus dann irgendwann mal eine Steinstraße machen, wenn wir die Kohle dazu haben. Dann können wir hier theoretisch eine Kirche bauen oder halt hier. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Weil hier hinten ist ein bisschen abseits irgendwie. Gut, hier ist es auch ganz schön abseits. Hier hätte die Kirche mal hingepasst und hier hätte die Stadtteile hingepasst. Naja, was soll's. Hier haben nur noch 17 Familien, warum? Hat sich wer getrennt? Ach nee, warte mal, vielleicht ist ja auch wer zusammengekommen. Wo ist das Lager denn hier? Ich habe ja gar nicht hier diese Statistik mehr im Blick. 14, gut, wir müssen mal wieder arbeiten. Wir haben natürlich auch gerade 43 Eisen. Dafür brauchen wir natürlich einen Schmied. Können wir machen. Aber sehr schön. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ist das Ding fertig? Nö. Noch lange nicht. Brauchen Stein dafür. Für das brauchen wir keinen Stein. Doch, ja gut, 8 Steine ist jetzt nicht so die Welt. Das geht schon. Hier hinten hat sich nichts getan.
Außer dass die Educated-Zahl ein bisschen runtergegangen ist. Und wir immer noch 42 Einwohner haben. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, was das hier alles heißt, aber naja. Es scheint so, als wäre alles in Ordnung noch. Und wir haben ja auch gerade, wir haben 1300 Nahrung auf Lager. Liegt nicht, oh, jetzt wird schon wieder Winter. Und hier ist sogar noch was auf dem Feld, was jetzt hoffentlich mal langsam ein bisschen schneller abgeerntet wird. Die ganzen Häuser haben wahrscheinlich auch was. Wir haben auch 400 Firewood. Sehr, sehr geil. Wirklich, es ist super. Und hier läuft der Chauncey langsam zum Steinekatten, zum Steineklopfen. Hier die fleißigen Arbeiter, die schon hier das nächste Haus schon fast wieder fertig gebaut haben. Haben immerhin dreimal drauf geklopft und gehen jetzt zum nächsten oder was? Ah ne, mach die Straße, alles klar. Naja, Abwechslung ist alles, ne? Sehr wichtig. Und wir haben tatsächlich, das Einzige, was wir noch nicht gebaut haben, ist eine Mine. Also ich meine, es ist eine Produktionssache, eine Mine und Alkohol, also so eine Taverne. Eine Brauerei, um genau zu sein. Oh, ne. Was habe ich gesagt? Der nächste ist gestorben, drei Gräber. Ist es jetzt Audio gewesen? Ja, Audio ist verstorben. Das tut mir natürlich sehr leid. 66 Jahre, vielleicht ist er auch 67 geworden. Audio. 30 Folgen lang hatte ich Spaß mit ihm, weil er natürlich den schönsten Namen aus der ganzen Siedlung hatte. Und er hat miterlebt, wie Penfew gegründet wurde und jetzt ist Audio gestorben. Schade, schade. Dafür haben wir ein neues Kind bekommen. Wow, da waren wir mal. Da war gutes Timing. Hier scheint dann wahrscheinlich eine neue Familie direkt eingezogen zu sein, die dann auch ein neues Kind bekommen haben. Sehr schön. Overview. Wir haben das, deswegen haben wir nämlich immer noch 42. Ja, genau. Traurige Sache. Traurige Sache. Auch wenn natürlich das der Lauf der Dinge ist. Und er wird natürlich auch an Altersschwäche gestorben sein. Schade, dass wir die ganzen Leute, die an Hunger nicht gestorben sind, also da gehört ja auch zum Beispiel Shimako zu, den werde ich nicht vergessen, dass wir die nicht hier auch auf dem Friedhof haben, dann würden wir so ein bisschen Erinnerung haben. Und schade ist auch nicht, dass wir so die Gräber einzeln auswählen könnten und dann sehen würden, wer liegt denn da eigentlich, ja? Also dass wir so wirklich die Namen gar nicht vergessen würden, gerade von den Urvätern der Siedlung. Weil ich merke schon langsam, wie man jetzt so, ja, die langsam alle aus dem Augen verliert, weil es sind jetzt 42, die kann man ja nicht alle kennen. Am Anfang waren es 14, da hat man schon so ein paar, einige gekannt. Also was heißt gekannt, wir haben uns mal kurzzeitig mit ihnen beschäftigt. Und die Leute, die aufgefallen sind, schon zum Beispiel Audio an seines Namens oder Shimako, die hat man natürlich im Gedächtnis gehabt. Und das wird jetzt alles so ein bisschen weniger, ne? Also Hestel zum Beispiel, gut, er ist 3 Jahre alt oder sie. Dass wir sie noch nicht kennen, ist klar. Aber Vesto ist 39 und ganz ehrlich, sagt mir jetzt noch nicht so viel. Und Hell genauso 36. Naja, liegt natürlich vielleicht auch daran, dass wir auf zweifache Geschwindigkeit jetzt spielen. Aber sonst dauert es alles zu lange. Und das hier ist fertig, auch sehr schön. Weg damit. Dann machen wir hier das weg. Haben 3 Arbeiter mehr. Und dann würde ich sagen, einen Hunter mehr und einen Fisherman mehr. Dann passt das schon. Stornoklopfer und Steineklopfer bräuchten wir eigentlich auch mal mehr. Wir haben nur noch 4 Steine. Aber hier sind die Steine wenigstens auch da. Hier brauchen wir noch ein paar. Sind hier jetzt auch schon welche eingezogen? Nein, das Haus steht leer hier. Da sind tatsächlich welche eingezogen. Das Haus hier steht leer, alles klar. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch... Ja, wir haben 18 Häuser und nur 16 Familien. Sehr cool. Das heißt, wenn wir das hier jetzt fertig haben, dann haben wir 2 Häuser, wo... Oder mindestens 2 Häuser. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch woanders ist. Keine Ahnung. Wo tatsächlich... ja, wo wir ein bisschen Wohnraum, Platz oder noch haben, wo dann die Leute einziehen können, wenn sie Kinder kriegen wollen. Und dann ist das eigentlich ganz cool. Sehr schön. Ja, und ich würde sagen, Penfew, ich glaube, so stark gewachsen ist Penfew in den ganzen 1000 Folgen. Oh, mein Timer schaltet sich gerade aus. Naja, gut. Noch nicht. Und finde ich aber cool, muss ich zugeben. Und es ist jetzt wirklich schon eine kleine Stadt geworden. Auch wenn es nur 42 Einwohner sind. Aber wir haben jetzt auch ein großes Gebäude in der Stadt, die Stadthalle. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge oder die Aufnahme in Gedenken an die 3 Leute, die diese Folge gestorben sind. Audio,
Lawrence und seine Frau Meryl, nee, keine Ahnung, wie sie hieß, ich weiß es nicht mehr, egal. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Banished.